Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Soziale Bewegungen sind wie eine Welle. Es gibt viele Beispiele dafür, wie soziale Bewegungen gewinnen. Du gewinnst durch eine Vielzahl an Taktiken. Du eskalierst, sodass du mehr Druck auf deine Opposition aufbauen kannst. Du gewinnst, indem du die Menschen ignorierst, die sagen, dass du nicht gewinnen kannst. Du organisierst dich mit Verbündeten. Du bringst Opfer. Du bleibst aktiv. Soziale Bewegungen sind die gebündelten Kräfte kollektiver Energie, welche tiefe Emotionen wie Wut und Liebe und Hoffnung und Träume des weitreichenden sozialen Wandels tragen. Dies ist ein Zitat aus dem Climate Resistance Handbook. Und damit möchten wir unsere Januarsendung beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden einleiten, in der wir, ihr ahnt es, über soziale Bewegungen, insbesondere die Klimagerechtigkeitsbewegung, sprechen. Wir wollen dafür einerseits nochmal in die Geschichte schauen und auf die historischen Kontinuitäten von Klimakämpfen blicken. Und außerdem haben wir drei Studiogäste hier, mit welchem wir einerseits über die aktuellen Klimakämpfe diskutieren möchten und dann außerdem nochmal folgende Fragen diskutieren. Wann höre ich auf, so zu tun, als wäre alles normal? Wann beginnt der Punkt in meinem Leben, mich radikal anders zu organisieren? Und neben diesen Fragen möchten wir auch noch auf die Tiny House Warriors blicken und noch einige Kampagnen vorstellen, um euch noch einen Ausblick auf den, ja, auf das neue Jahr zu geben. Aber erstmal Musik.
Mit der Industrialisierung und dem Kolonialismus beginnt das Problem der Zerstörung und der Verschmutzung von Umwelt und damit mit der Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Sowohl in der von der Industrialisierung geprägten Ländern als auch in den Regionen, die eben durch den Kolonialismus ausgebeutet werden. Wir wollen am Anfang jetzt keinen riesigen Abriss, weil das ganz, ganz viele Dinge sind, sondern einen kurzen Blick auf die deutsche Umweltbewegung legen und danach so ein bisschen gucken, wo ordnet sich denn unsere heutige Debatte eigentlich ein? In Deutschland können wir eigentlich von einer ersten Umweltbewegung sprechen, die um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts entstand und ihren Ursprung in der Romantik, der Heimatschutzbewegung und der Lebensreformbewegung sowie der Anthroposophie, aus der der biologisch-dynamische Landbau hervorgegangen ist. Nicht zu vergessen natürlich der Naturschutz im Nationalsozialismus, der durch eine klare völkischen Heimatbegriff und einer Blut- und Bodenideologie geprägt war. Von einer zweiten Umweltbewegung sprechen wir dann so in den 1970er und 80er Jahren. Das ist eine dieser sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die damals sowohl in West- als auch in Ostdeutschland entstanden ist, wenn auch unter unterschiedlichen sozusagen Rahmenbedingungen. Aber wichtig war, dass es eigentlich geprägt war durch einen Wertewandel und eben einer Verbreitung postmaterialistischer Werteorientierung, also Menschen eben über so materielle Dinge hinaus sich nochmal neu besonnen haben. Dabei können wir so sagen, dass zum Beispiel dieser Begriff Ökologie oder ökologisch eine neue Bedeutung gefunden hat, während das eben vorher einfach so ein wissenschaftlicher Begriff war, erfährt er jetzt tatsächlich, dadurch, dass er in der Umgangssprache verwendet wird, eine positive Bewertung. Das heißt, wenn wir heute über ökologisch reden, verbinden wir das immer mit so, ja, Umweltverträglichkeit, also biologisch abbaubare Sachen und so mehr so sauberen Dingen. Vielleicht, was ist uns geblieben aus diesen beiden Umweltbewegungen? Haben wir einmal so Naturschutzverbände, die so ein bisschen der institutionale Teil oder Überbleibsel aus der ersten Umweltbewegung sind und sowas wie das Umweltministerium oder die Grünen. Das ist so der institutionelle Teil, also exemplarisch gibt es noch andere Dinge, aber der aus der zweiten Bewegung übrig geblieben sind. Tatsächlich ist es auch schwer, so einen Gesamtüberblick über eine Umweltbewegung zu geben, da klar gab es konkrete größere Ereignisse, wie zum Beispiel Tschernobyl, die natürlich ohne Frage in einer Umweltbewegung, also die Tschernobyl-Katastrophe ohne Frage in der Umweltbewegung eine wichtige Rolle gespielt hat und Impulse gesetzt hat. Aber regional ist es tatsächlich dann doch oft so, dass Bewegungen ereignisbezogen stattfinden und durch eine jeweilige Betroffenheit oder ein Bewusstsein initiiert werden. Also wenn wir in Dresden zum Beispiel zurückgucken, so in die letzten, oder sozusagen bis zu den 90er, haben wir ja damals einen Protest gegen den Forschungsreaktor in Rossendorf gehabt, der relativ lang anhaltend war. Oder wir hatten Ende der 90er das Hüttendorf mit dem Protest, also ein Protestcamp gegen den Ausbau der A17 oder auch sehr bekannt wahrscheinlich allen der Waldschlösschenbrücken-Diskurs, der ja über verschiedenste Generationen hinweg tatsächlich stattfand. Wichtig vielleicht noch allgemein zu sagen ist, dass wir sehen, sowohl im historischen Kontext als auch eben so zeitgenössisch heute, eine Umweltbewegung oder so Naturschutzthemen immer sowohl national, völkisch oder konservativ eingebunden sein können, als auch eine freiheitliche und progressive Ausrichtung haben. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, immer zu gucken, was ist so die politische Verortung so einer Umweltbewegung. Genau. Und dann schauen wir uns so ein bisschen an, wie es jetzt in der größeren Debatte eigentlich zu dem Begriff kam, den wir heute hören. Heutzutage sprechen wir eigentlich nicht mehr so viel von Umweltschutz. Angefangen hat diese Gerechtigkeitsdiskussion mit tatsächlich diesem Begriff Umweltgerechtigkeit. Aus dem Englischen kam das mit Environmental Justice. Und der hat sich so Anfang der 80er Jahre in den USA, ist der zu verorten, und haben so zum ersten Mal so dieses Schnittfeld von Umwelt-, Sozial- und Gesundheitspolitik verknüpft.
Und dabei wurden vor allem so Fragen aufgeworfen, warum denn ausgerechnet ärmere und sozial benachteiligte Menschen einem höheren Maß an Umweltbelastungen ausgeliefert sind und mit welchen ökonomischen, politischen, sozialen, psychischen und gesundheitlichen Folgen das eigentlich einherging und was wir eigentlich dagegen tun können. Dann gibt es so ein bisschen eine Weiterentwicklung des Begriffs, den wir dann ökologische Gerechtigkeit nennen, also kommt auch wieder, hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Umwelt- und Bürgerrechtsbewegung. Und hier werden eben neben dem Mensch auch ganz explizit nach den Rechten von Tieren und Pflanzen in dieses Konzept mit einbezogen. Das heißt, dass so ökologische Gerechtigkeit eben eine Interaktion der Menschen mit der Umwelt auf verschiedensten Ebenen betrifft. Und dann kommen wir auch schon so zu dem Begriff, mit dem wir es heute sehr präsent haben, seit ungefähr 1995. Damals hat das Global Commons Institute den Begriff der Klimagerechtigkeit entworfen. Im deutschsprachigen Raum ist der erst so 2007 richtig angekommen, als Angela Merkel für sich auch das Umweltthema entdeckt hat. Was bedeutet das? Also was bedeutet dieser Begriff? Also an sich wird dieser Begriff Klimagerechtigkeit in dem Kontext verwendet, dass eben die Folgen der globalen Erwärmung als eine ethische und auch eine politische Frage diskutiert wird und nicht nur so eine rein ökologische oder physische Frage. Und dass eben genau diese Auswirkungen des Klimawandels mit Konzepten von Gerechtigkeit verknüpft werden, eben so eine Frage von Umweltgerechtigkeit oder sozialer Gerechtigkeit. Und dabei werden eben so verschiedene Fragen untersucht wie Gleichheit, Menschenrechte, auch kollektive Rechte und auch so eine historische Verantwortung für diesen ganzen Klimawandel. So eine wichtige Grundaussage oder Feststellung dieser der Klimagerechtigkeit zu wegen ist tatsächlich, dass eben eigentlich momentan das so ist, dass die, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, die größten Folgen des Ganzen sozusagen erleiden. Und tatsächlich ist es eben so, dass die Auswirkungen dieser Umweltzerstörung zuerst für indigene Bevölkerung, People of Color und vor allem Bewohnerinnen des globalen Südens spürbar geworden sind. Das hat, die Ursache liegt zum einen in so einer postkolonialen, imperialistischen Wirtschaftsbeziehung, die ganz oft diesen so einen Rohstoffexport und Raubbau vorsieht. In diesen ehemals kolonisierten Gebieten und damit eben Lebensgrundlage wie Land, Wasser und Luft, vor allem im globalen Süden und eben auf den Territorien indigener Bevölkerung zerstört. Hinzu kommt oft so eine Abschottungspolitik von den Menschen, die eben reich und privilegiert sind, dass man da auch so ein bisschen von so einem Klima der Apartheid sprechen kann oder so davon gesprochen werden kann. Genau. Und ja, was liegt dem zugrunde, ist einfach, dass Profite vor die Umwelt gestellt werden, was eben zu Tod, Vertreibung, einer enorm reduzierten Lebensqualität und massiver Umweltzerstörung führt. Und eigentlich profitieren davon nur die, die eben das Land ausbeuten und sich daran bereichern. Und tatsächlich ist es eben auch, wird das in einer Konsequenz durchgeführt, dass eben die Menschen, die sich erheben, die versuchen da Widerstand zu leisten, eigentlich oft zum Schweigen gebracht werden. Nur mal kurz eine Zahl. 2018 hat die NGO Global Witness 164 Morde an Land- und Umweltschützerinnen dokumentiert. Also Menschen, die einfach sich engagiert haben, um ihre Häuser, Wälder und Flüsse gegen solche zerstörerischen Politik zu verteidigen. Viele weitere Aktivistinnen werden eigentlich täglich bedroht, sind gewalttätigen Angriffen oder Verhaftungen, paramilitärischen Einheiten und Ähnlichen ausgesetzt. Und hier wird nochmal so eine ganz grundlegende Perspektive eigentlich deutlich, dass wir einmal so eine staatlich-kapitalistische Perspektive auf Land, auf Rohstoffe, auf Boden, auf Wasser haben, einfach nur als eine Ressource, die profitorientiert ausgebeutet werden kann. Und eben eine Perspektive von einem ganzheitlichen, ressourcenschonenden und auch wertschätzenden Perspektive, die Menschen, Tiere, Pflanzen einbezieht, was oft oder sozusagen was eine mehr dem Leben
vor allem indigener Bevölkerung in den Gegenden entspricht, die dort ausgebeutet werden. Ganz viele große Gedanken. Umweltschutz ist sozusagen immer noch ein grundlegender Aspekt in der ganzen Debatte, aber wir haben das jetzt eingebettet in den viel größeren, ganzheitlicheren Rahmen, der soziale Aspekte, antikapitalistische Aspekte mit einbezieht, und eben da finden wir uns eben in der aktuellen Klimagerechtigkeitsbewegung, über die wir heute ganz viel noch reden werden. Mountains that always been are vibrating in the air, is filled with the sounds of machines. The stars will never shine bright. The stars will never shine bright. The stars will never shine bright with a glow of a city nearby. Nothing is intact. Everything is broken, taking all claims. Nothing is intact. Everything is broken, taking all claims. Pre-designed paths, artificial living. All is made of plastic in a blurry reality. Pre-designed paths, artificial living. All is made of plastic in a blurry reality. Das war ein System Failure mit dem Lied Mountains und wir sind zurück im Coloradio Studio. Wir haben hier heute einige Gäste mit uns. Ich denke, uns ist allen ganz präsent, dass es gerade so einige große Klimakampagnen gibt, zum Beispiel Ende Gelände, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Und außerdem gibt es auch eine Vielzahl autonome Kleingruppen, die verschiedene Aktionen durchführen und oft nicht ganz so präsent sind. Otti ist in autonomen Kleingruppen unterwegs und dann haben wir noch zwei Aktivistinnen von Extinction Rebellion. Ich will einfach kurz zu beiden nochmal was sagen, um euch so ein bisschen eine Perspektive zu geben, falls ihr darüber nicht so viel wisst. Also Extinction Rebellion ist eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung, deren Ziel es ist, den für das Klima nötigen, umfassenden und tiefgreifenden Wandel durch Aktionen des gewaltfreien, massenhaften zivilen Ungehorsams herbeizuführen.
Die Gruppe besteht seit dem Jahr 2018 und wurde im United Kingdom gegründet. Und mittlerweile gibt es weltweit viele, viele Ortsgruppen. Extinction Rebellion machte in den vergangenen Monaten, denke ich, was uns allen sehr präsent war, mit diesen Massenprotesten, welche gezielt Infrastruktur eben in London blockierten, mit Flashmobs, Sitzschreiks und Anketzaktionen, wie beispielsweise vor dem Kanzleramt in Berlin, Schlagzeilen. So autonome Klimakleingruppen organisieren sich unabhängig dieser verschiedenen Bündnisse und Zusammenschlüsse und setzen sich aber sozusagen in diesem speziellen Kontext nicht nur mit Klimathemen auseinander und haben deswegen auch nochmal eine andere Perspektive. Ich würde euch jetzt alle einfach erstmal bitten, die Frage zu beantworten, ob ihr euch eigentlich als Teil der Bewegung für Klimagerechtigkeit seht und wenn ja, wo genau ihr euch da verorten würdet. Vielleicht wollt ihr beide da einfach mal beginnen. Ja, hi, ich bin von Extinction Rebellion und wir sehen uns auf jeden Fall auch als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und wo wir uns da genau verorten würden, ich mache das immer an den größeren Playern so ein bisschen fest, also Ende Gelände, Extinction Rebellion, Fridays for Future, und da würde ich Extinction Rebellion halt quasi dazwischen verorten, eben weil es uns schon um eine breitere Anschlussfähigkeit geht, wir aber auch gleichzeitig mit unserem zivilen Ungehorsam ein Stückchen weitergehen als Fridays for Future jetzt beispielsweise, wir aber auch einen anderen Aktionskonsens als Ende Gelände haben und diese ja zum Beispiel auch viel, viel stärker den antikapitalistischen Aspekt betonen. Hallo, ich bin Otti. Ich spreche jetzt natürlich nicht für alle kleinen Gruppen, die es hier irgendwo so gibt, sondern jetzt nur für den Zusammenschluss meines Haufens. Ich glaube, die Frage ist für feste Organisationen und Kampagnen wesentlich leichter zu beantworten als für individuelle Zusammenschlüsse. Wir befinden uns wohl in dem Teil, der sich genau in unabhängigen Kleingruppen und deren UnterstützerInnen-Netzwerken organisiert. Das ist an sich überhaupt nichts Ungewöhnliches, auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, bekommt aber viel weniger mediale oder gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Also als lokales Beispiel zum Beispiel wurde der Dresdner Ski-Weltcup in den letzten Jahren auch schon aktionistisch von Kleingruppen oder anderen Verbänden bespielt und hat natürlich lange nicht diese Reichweite gehabt, die der Protest in diesem Jahr hatte. Genau. Und zur Verordnung, es ist halt die Sache, dass der Begriff Klimagerechtigkeit an sich schon ziemlich luftig ist und dass es sehr viele Definitionen davon geben kann und damit man den mit Inhalten füllen kann, wie man möchte. Unsere Kleingruppe positioniert sich auf jeden Fall anarchistisch. Da würden wir so das Pony so ein bisschen von hinten aufsatteln und einfach sagen, dass zu unseren Zielen die Bekämpfung von Macht und Hierarchieverhältnissen, der Klimagerechtigkeitspart auf jeden Fall ein essentieller ist. Und wir uns genauso stark mit Antikapitalismus, Feminismus und Antirassismus auseinandersetzen möchten. Und dass wir dann zum Beispiel sagen würden, dass eine Gruppe, die sich also ausschließlich mit Themen, wo der Bezug zum Klima offensichtlich ist, auseinandersetzt, in unseren Augen dann zum Beispiel also nicht zu einer klimagerechten Welt führen würde. Genau. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch relativ unterschiedlich sein, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so konkret erklärbar, aber ich möchte die Frage trotzdem so ins Studio geben, was eure konkreten Ziele sind und was eure Strategien sind, um diese Ziele umzusetzen. Vielleicht möchtet ihr wieder beginnen. Ja, also wir haben drei konkrete Ziele, beziehungsweise wir haben das als Forderungen formuliert. Die erste Forderung lautet Tell the Truth, also dass die Regierung anfängt, auch wirklich offen zu kommunizieren, dass wir uns in einer großen ökologischen Krise befinden und auch anfängt, dann dementsprechend zu handeln und zum Beispiel den Klimanotstand ausruft. Die zweite Forderung lautet Act Now. Wir denken, dass sofortiges Handeln einfach nötig ist. Und Klimaschutzziele nicht immer weiter auf die Zukunft und auf die lange Bank geschoben werden sollten, sondern dass wirklich jetzt was passiert. Und wir fordern konkret die Emissionsfreiheit Deutschlands bis 2025. Und unsere
dritte Forderung, die bezieht sich auf die Politik, also dass Politik neu gelebt werden soll. Wir haben das Konzept von Bürgerinnenversammlungen, die von der Regierung einberufen werden sollen und praktisch beratend zur Seite stehen sollten. Und zu den Strategien? Ja, unsere Strategie wurde vorhin schon mal kurz erwähnt. Also wir wollen durch massiven zivilen, aber wichtig gewaltfreien Ungehorsam eben Druck ausüben und dadurch die Menschen aufrütteln und hoffentlich viele Menschen dazu aktivieren, auch einfach mitzumachen bei der Bewegung. Ja, Otti, magst du noch was von euren Zielen und Strategien berichten? Okay, also ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir daran arbeiten, bestehende Macht- und Hierarchieverhältnisse abzuschaffen. Und das hört sich irgendwie mega groß an und das ist es vermutlich auch. Und wenn man das ganz konkret runterbricht, kam mir dabei an, dass es bei einem selbst anfängt, sich selbst zu verorten und zu gucken, wo stehe ich, wer bin ich, welche Privilegien habe ich, und das dann in meinen Freundeskreis, in meine Kleingruppe weiterzutragen, diese Auseinandersetzung mit unseren Ortsgruppen zu suchen und das dann in die Camp- und Aktionsplanung mit einzubeziehen. Also es gibt ja zum Beispiel die oberkörperfreie Debatten und Awareness-Bereiche auf Klimacamps oder Kleingruppen, die sich Anti-Rad-Zettel an Dixi-Klos tackern, und das ist auf jeden Fall alles innerhalb von diesem Zielprozess wichtige Schritte. Dann genauso, wie du das gerade schon erwähnt hast, ist diese Empowerung auch so ein Steckenpferd davon. Und das bedeutet zum einen, dass wir natürlich hoffen, dass auch andere Bezugis Lust haben, Aktionen nachzumachen und da einen Wissenstransfer herzustellen und Menschen zu empowern. Oder halt natürlich auch der individuelle Lernprozess, der mit Blockadetechniken und so einhergeht. Und da würde ich dann kurz was zur Strategie sagen. Die sind auch sehr divers und sehr unterschiedlich bei den Kleingruppen. XR appelliert ja eher an Machtverhältnisse, ihren Job zu machen. Und wir sehen uns da nicht so in dieser BittstellerInnen-Position. Wir möchten uns dann selbst da aktiv werden und sehen uns da auch befugt, aktiv zu werden in der Art und Weise, wie wir das möchten und wie wir das für sinnvoll halten. Das heißt nicht, dass wir uns nicht organisieren. Also beispielsweise wurde 2017 die Kohlezufuhr des Kraftwerks Weißweiler durch Blockaden von Kleingruppen unterbrochen. Das musste daraufhin heruntergefahren werden. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Und da müssen sich die Aktivistis noch immer mit den Repressionen und ihrer We Don't Shut Up-Kampagne gegen die Millionenklage von RWE wehren. Und das bedeutet einfach, dass solche Aktionen entsprechende Vor- und Nachbereitungen benötigen. Dass es also nicht nur die Aktionsplanung mit einbezieht, sondern dass man zum Beispiel auch an Kinderbetreuung denkt, also Care-Arbeiten, die es anderen überhaupt erst ermöglicht, tätig zu werden. Genau, und ich sehe das immer als so ein riesiges Wirkungsgefüge, wo man überall drin rumwursten kann. Und das, genau. Und für Kleingruppenaktionen macht das auch total Sinn, sich in größere Kontexten, also zum Beispiel Klimacamps, Ende Gelände, Proteste oder Demonstrationen zu betten oder eben auf unterstützende Organisationen zurückzugreifen, wie Zucker im Tank es zum Beispiel ist. Also die unterstützen dann direkt Kleingruppenaktionen. Das schafft auf jeden Fall eine Menge Vernetzung und dann kann man in seine Hometown auch zurückgehen und gucken, wie ich hier weiter politisch arbeiten möchte. Da lernt man immer dazu und auch die Lokalität ist auf jeden Fall eine Stärke von Kleingruppenaktionen. Also was mir auf jeden Fall jetzt auch gerade so in den Zielen und auch Strategien aufgefallen ist, dass ihr das als XR so super klar und prägnant formuliert und eben auch ja dieses Wort gewaltfrei benutzt, um euren Aktionskonsens zu verdeutlichen und das, was Otti gerade beschrieben hat, irgendwie viel diffuser, viel weit umfassender ist, sich viel weniger irgendwie auf so einen Schmelzpunkt zusammenfassen lässt, aber ja, irgendwie auch verschiedene andere gesellschaftliche Kämpfe wie Sexismus und so weiter, was du gerade beschrieben hast, einfasst. Mich würde tatsächlich gern nochmal interessieren, warum ihr dieses Wort gewaltfrei explizit verwendet. Und was ihr eigentlich damit meint? Also Gewaltfreiheit ist uns super wichtig, weil wir auch eine Bewegung darstellen wollen, die für die
breite Masse zugänglich ist. Also deshalb kommunizieren wir das auch, damit sich zum Beispiel auch Eltern mit Kindern auch trauen, an unseren Aktionen teilzunehmen. Und auch für die Außenwirkung. Also wir verstehen unter Gewaltfreiheit sowohl körperliche als auch verbale Gewalt. Also bei uns werden auch keine Polizisten mit Schimpfwörtern betitelt. Oder auch auf unseren Plena oder in unserer Gruppe achten wir auch auf gewaltfreie Kommunikation. Und wir achten auch auf die Außenwahrnehmung, also wie wir auch als Gruppe wahrgenommen werden von den Medien oder von anderen Menschen und wollen da eben auch keine Bilder erzeugen, die auf andere Menschen provozierend wirken könnten oder abschreckend. Also so Techniken, die jetzt andere Gruppen zum Beispiel nutzen, wie irgendwie im Block aufzutreten oder Polizeiketten zu umfiedeln. Also das machen wir nicht, sondern wir versuchen wirklich, Bilder zu erzeugen, die bunt sind, kreativ und positiv. Also genau, eben gewaltfrei im weitesten Sinne. Aber ihr bezieht dieses gewaltfrei schon eher auf so eine zwischenmenschliche Ebene oder schließt ihr auch Gewalt an Eigentum oder Gegenständen mit da ein? Ich würde sagen, auch Gewalt an Gegenständen schließen wir aus, also möchten wir nicht. Was wäre da deine Position dazu? Also wir verwenden den Begriff Gewaltfreiheit irgendwie gar nicht. Also es sind halt immer Leute, die sich zusammenfinden, die dann aushandeln müssen, welche konkreten Handlungen und welchen konkreten Aktionsformen sie machen möchten. Und das ist dann das Aktionsniveau, was auch jedes Mal immer wieder neu angepasst werden kann. Und wir alle, so, also auch der Kampf um die Klimagerechtigkeit, befinden uns halt in einer Gesellschaft, die durch Ungleichheiten und Machtverhältnisse durchstrukturiert ist. Also dass jede Person von uns von unterschiedlichen Positionen losstartet und dass manchen und dass genau, dass es also Menschen gibt, die ständig diese strukturelle Gewalt erleben und die zum Teil ja auch lebensbedrohlich ist und dass strukturelle Gewalt sich auch immer so unsichtbar anhört, aber das zum Beispiel gar nicht ist. Also sie ist halt super real, wenn Menschen sich danach Aktionen ganz unterschiedlich starken Repressionen aussetzen müssen. Und wenn wir dann in so einem Kontext von Gewaltfreiheit sprechen, finde ich, führt das halt häufig dazu, dass legitimer Widerstand als unmoralisch oder ungerechtfertigt dargestellt werden kann. Und dass es so ein Label ist, womit man schnell der schnell unsolidarisch wird und sich gegenseitig versucht auszuspielen und vielleicht auch so viel gar nicht mitgedacht wird. Das ist ja eigentlich auch so ein Anknüpfungspunkt an die Kritik, weiß nicht, ob die euch bewusst ist, die eigentlich so in den letzten Monaten auch immer wieder aufkam an Extinction Rebellion, dass eben dieser Appell an den Staat und eben auch so die teilweise schon Lobeshymnen, wie wir es in England gesehen haben, an die Polizei natürlich sehr bitter sind für diejenigen, die aufgrund ihrer sozialen Position, aufgrund rassistischer Zuschreibungen oder ihres politischen Engagements regelmäßig staatlicher Gewalt ausgesetzt sind. Also beispielsweise Migrantinnen, POCs, Indigenen, Menschen in sozialen Kämpfen weltweit. Und genau, aber auf der anderen Seite eben immer wieder diese Gewaltfreiheit der Rebellen betont wird, die dann vielleicht auch so ein bisschen den Charakter der staatlichen Gewalt verschleiert, dessen Hauptfunktion ja darin besteht, eben die herrschenden Macht- und Eigentumsverhältnisse abzusichern, die darin resultieren, dass Grenzen aufgezogen werden, an denen Menschen sterben, dass vielleicht jetzt nicht bei uns vor Ort, aber eben insbesondere an vielen Orten der Welt Menschen und Ressourcen ausgebeutet werden. Und wie geht ihr mit dieser Kritik um? Also, dass vielleicht ja in Mitteleuropa wenige privilegierte Menschen sich diesen Protest in staatlich-gesetzlich abgesicherten Rahmen leisten können, aber insbesondere eben POCs, indigene Menschen und auch viele andere schon seit Jahrzehnten an den Frontlinien dieses Kampfes mit ganz anderen Gewaltformen konfrontiert werden und damit legitimen Widerstand leisten. Und mit diesem Begriff einfach nichts anfangen können. Ja, also das ist eine berechtigte Kritik auf jeden Fall, vor allem an den Massenaktionen, selbst ja auch in Mitteleuropa, gerade auch in Deutschland durch die neuen Polizeigesetze und ähnliches. Wenn BIPOC an solchen Protestaktionen teilnehmen, kann es halt einfach sein, dass sie gefilmt werden und ähnliches. Und sollte es zu
gewahrsamen Namen kommen, besteht einfach die Möglichkeit, dass die Polizei diese noch länger da behalten möchte, um sie in Untersuchungshaft zu stecken, um Sachen wie Verdunklungsgefahr und ähnliches zu unterbinden, was sogar schon in Mitteleuropa für diese Menschen halt ein totales Hindernis ist, sich an solchen Protestaktionen zu beteiligen. Für diese Menschen gibt es halt die Möglichkeit, an anderen Strukturen mitzuwirken, beispielsweise Supportstrukturen, und eben nicht in direkte Aktionen zu gehen. Und gleichzeitig, wenn wir uns den globalen Kontext angucken, ist halt wirklich nicht vergleichbar. In Mitteleuropa sind wir total privilegiert, können in Protestaktionen gehen und haben oftmals sogar mit gar keinen Konsequenzen zu rechnen. Gleichzeitig haben wir dann auch noch Supportstrukturen, die uns bei Geldstrafen und ähnlichen gerichtlichen Verfahren auffangen. Deswegen, also an sich können wir einfach immer nur darauf hinweisen, und ich hoffe, die Medien weisen auch immer wieder darauf hin, dass diese Menschen schon den Kampf viel, viel länger führen, gerade die indigenen Völker. Und Extinction Rebellion hat globale Ortsgruppen, es gibt auch Extinction Rebellion in Sri Lanka und ähnliches. Die sind halt deutlich kleiner, was für mich persönlich auch okay ist, weil der globale Norden handeln muss. Und genau hier brauchen wir die Leute auf den Straßen, damit der globale Norden halt handelt. Weil der globale Süden sowieso schon die ganze Zeit ausgebeutet wird. Was leider auch dazu führt, dass wir die bestehenden Verhältnisse weiterhin verstetigen. Aber ich kann mir da persönlich auch nicht wirklich weiterhelfen, wie man dieses Problem adäquat lösen könnte. Wir würden jetzt erstmal ein Lied hören und dann noch weiter miteinander reden. Wir sind im Coloradio-Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden und reden gerade über Klimakämpfe und wollen auch gleich weiter noch im Studio darüber reden. Aber ich denke, trotz unseres ganzen Wissens und Engagement hier ist unsere Perspektive doch oft sehr eurozentrisch, schwieriges Wort. Und wir wollen einfach an dieser Stelle einen Ausschnitt aus einem Interview mit Kana Husmanul, einer Sprecherin der Tiny House Warriors, einspielen. Die Tiny House Warriors wehren sich seit 2017 gegen den Bau der Trans Mountain Pipeline im sogenannten Kanada auf indigenem Land und Boden. Und am 2. Januar hat der Supreme Court of British Columbia entschieden, dass indigenes Recht nicht unbedingt kanadischem Recht entspricht und somit ohne die Zustimmung der Wet'suwet'en entschieden, dass das 6,6 Millionen Dollar Pipeline-Projekt trotz der Opposition der First Nations durchgeführt wird. Das Recht auf den freien, vorangekündigten, informierten Konsens, der eigentlich Teil der UN-Resolution für die Rechte indigener Völker ist, wird damit gebrochen. Und am 7. Januar dieses Hauses räumten
Offiziere der kanadischen Bundespolizei, der RCMP, in grünen Militäruniformen und Assault Rifles die Checkpoints der Wet'suwet'en und verhafteten 14 Menschen. Der Guardian hat jetzt darüber berichtet, dass in einer Anordnung vorher instruiert wurde, as much violence as wanted einzusetzen und everyone zu arresten, also jede Person zu verhaften, auch die Kinder, ohne jede Auswirkung. Der Ausschnitt aus dem Interview, den wir jetzt hören, der ist schon von 2019, von It's Going Down. Und am Ende des Interviews wurde Kanahus Manuel, einer Sprecherin der Tiny House Warriors, nach ihrem Standpunkt gegenüber den aufkommenden großen Massenbewegungen wie Fridays for Future und Extinction Rebellion gefragt. Und das wollen wir uns jetzt anhören. Shows a lot of public opposition to either industry or that there's a lot of public support for, you know, defense of our lands. But I think that first and foremost, that people that are involved in this climate change movement need to realize that Indigenous people, you know, are always going to be the lead of this movement. We are the most first and foremost impacted, and that Indigenous people, we have internationally protected rights that really give us and arm us with a lot of big weapon in fighting against big industry that's really creating havoc on our climate and our earth right now. Es zeigt ein hohes Maß an Opposition gegenüber entweder der Industrie oder eben, dass es viel öffentliche Unterstützung für die Verteidigung unseres Territoriums gibt. Aber ich denke, allem voran müssen die Akteurinnen in den Climate Change Bewegungen verstehen, dass indigene Menschen diese Bewegung immer anführen werden. Indigene Menschen werden am meisten beeinflusst und haben gleichzeitig international anerkannte Rechte, welche uns schützen. Und bei dem Kampf gegen die großen Industriezweige, die eben gerade in besonderem Maße unser Klima und unsere Erde zerstören, bewaffnen. And that frontline resistance needs to be, you know, supported, that and people, the radical, extreme, militant resistance needs to happen, and it needs to be, you know, supported, you know, by people in the mainstream. They may not be out there willing to sabotage machines that are creating havoc on the front lines, but they need to support it. And I always say, first and foremost, too, is that money, even though that we are trying to dismantle this monetary capitalist system, we do need assistance with money in order to push our movements forward. I mean, we're battling against billions. Der Widerstand an den Frontlinien indigener Kämpfe muss unterstützt werden. Der radikale, extreme und militante Widerstand, er muss passieren. Und er muss unterstützt werden, auch von den Menschen in den großen Klimakampagnen. Sie mögen nicht hier draußen sein und gewillt sein, Maschinen zu sabotieren, die hier für Zerstörung sorgen, aber sie müssen uns unterstützen. Und ich sage immer, dass zuallererst eben auch Geld wichtig ist. Obwohl wir das monetäre kapitalistische System überwinden wollen. Wir benötigen Unterstützung durch Geld, um unsere Bewegung aufrechtzuerhalten. Ich meine, wir kämpfen hier gegen Million-Dollar-Industrien. Das war Kanahus Manuel im Interview mit It's Going Down über die großen Klimabewegungen. Und eine letzte Frage, die wir gerne noch mit den Studiogästen diskutieren wollen, die, denke ich, irgendwie uns allen so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist einfach für uns hier, wann höre ich auf, so zu tun, als wäre alles normal? Wann beginnt der Punkt in meinem Leben, mich radikal anders zu organisieren? Und reicht es aus, auf einige symbolische große Aktionen im Jahr zu gehen, um diesen gesellschaftlichen Wandel zu vollziehen?
Also was steht eigentlich gerade für uns persönlich hier im globalen Norden an? Ja, die Frage kann ja jeder wirklich nur für sich persönlich beantworten. Also ich habe gemerkt, dass es für mich gerade nicht mehr ausreicht, zweimal im Jahr auf eine Demo zu fahren. Ganz einfach, weil ich weiß, also ich habe viel gelesen und dieses Wissen kann ich auch irgendwie nicht mehr ignorieren. Und ich weiß, dass uns einfach wenig Zeit bleibt, noch die Kurve zu kriegen. Und der Wandel muss eben relativ schnell erfolgen, wenn wir schlimme Folgen abwenden wollen. Und deshalb habe ich beschlossen, auch einfach gerade Teilzeit zu arbeiten, damit ich Zeit habe, mich nebenbei zu engagieren. Und gucke natürlich auch auf meinen individuellen Lebensstil, aber versuche eben jetzt auch bei der Extinction Rebellion viel zu machen, weil ich da gerade gute Aussichten sehe, dass wir vielleicht was erreichen können. Okay. Ja, ich finde es auch eine super persönliche Frage und würde sagen, dass dann häufig einfach schleichende Prozesse innerhalb von Biografien sind, dass man eben negative als auch positive Erfahrungen macht und guckt, wohin will ich und in was für einer Gesellschaft will ich leben und aufwachsen und wie möchte ich, dass Menschen mit mir umgehen und genau, und dass ich, oder was für eine Art von Freundeskreis möchte ich, genau. Und bei dieser Frage kam mir schnell in den Punkt, dass wir dann meinten, dass man auch bei euch aufpassen muss, dass man nicht gerade diese neoliberale Ideologie so auffrisst und dann irgendwie denkt, dass ich selber mich total verändern muss und ich mich super radikal ändern kann und damit dann tatsächlich auch den Impact habe, um die Gesellschaft so stark zu verändern, wie ich das jetzt möchte. Also ich glaube, das kann ich als einzelnes Teil der Gesellschaft gar nicht und da möchte ich mein Leben auch nicht zwangsläufig hinten anstellen. Genau. Ich glaube, ich finde das einen wichtigen Punkt mit dem Einzelnen, weil ich glaube, tatsächlich sind, also finde ich, macht so Klima, diese ganze Klimadebatte so ein bisschen ohnmächtig für viele Leute oder viele Leute sind so ein bisschen, genau, also ich glaube, überfordert mit dem, was wir tun können und was nicht. Und ich glaube, es ist total wichtig, ich glaube, das kam vorhin auch schon mal irgendwann, dass man halt, also auf jeden Fall können wir Sachen verändern und es ist super wichtig, uns zu organisieren und zusammenzutun. Und alle die, die sagen, wir können nichts verändern, das sind die, die herrschende Verhältnisse aufrechterhalten wollen und weiterhin Profite irgendwie generieren wollen. Und ich denke, die Spannbreite ist mega groß, was wir machen können. Ich finde es total wichtig, nochmal den letzten Punkt, dass auch gerade gesagt wurde, es muss eine konkrete Solidarität auch der Menschen erfolgen, die gerade existenzielle Auseinandersetzungen haben, ne? Also klar können wir Demos machen, uns irgendwie cool und so ein bisschen Druck aufbauen, aber tatsächlich muss geguckt werden, was sind irgendwie sinnvolle Strategien, um die Menschen zu unterstützen, genau, die eben genau diese existenziellen Kämpfe gerade kämpfen. Und ja, ich glaube, es braucht mega viel Strategien und so Diskussionen, aber ich glaube, das passiert halt auch gerade, ne, dass einfach super viele Leute sich vernetzen und austauschen und um da auch ja gemeinsam wirkmächtig zu sein, gerade mit dieser Bandbreite an Strategien, die wir hier auch haben. Ja, sehe ich auch so. Ich finde bloß den Punkt mit dem radikal ändern, finde ich ein bisschen interessant, weil also ich persönlich habe nicht begonnen, mein Leben radikal zu ändern, sondern ich bin mit 14 halt auf Demos gegangen und dann halt irgendwann in die erste Aktion und dann überlegt man sich halt, ob man Kleingruppenaktionen unterstützt und ähnliches. Also ich finde, es ist einfach so ein schleichender, politisierender Protest und Prozess. Und ja, aktuell sehe ich halt eher so eine totale Entpolitisierung. Jetzt mit Fridays for Future und so passiert gerade wieder so ein bisschen eine Politisierung der Jugend. Aber ich finde, es ist halt leider eher ein schleichender Prozess und die Menschen müssen da langsam herangeführt werden, um auch dann langsam zu sehen, was sie denn tatsächlich bewegen können, wenn sie sich einfach ein bisschen organisieren und dass sie halt einfach nicht dieses Ohnmachtsgefühl haben. Das müssen die Menschen, glaube ich, erst schrittweise begreifen. Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem super wichtig, dass wir uns mit den verschiedensten Aktionsformen untereinander solidarisieren, weil es ist nun mal ein Kampf, den wir hier kämpfen und wir kämpfen ihn alle zusammen. Ja, ich glaube, das ist mega, oder ich glaube, was so ein bisschen die Challenge ist, ist so diese Existenzialität, ne, die das hier noch nicht so hat, weil wir hier irgendwie gerade Glück haben. Es regnet noch genau gerade so gut, dass wir irgendwie noch genug Landwirtschaft haben. Und wir sind einfach in einer total privilegiertesten Situation ever hier in Deutschland.
was offensichtlich Klima, Wohlstand und alles betrifft. Und es ist total, also genau die Herausforderung, diese existenziellen Kämpfe, die im Rest der Welt stattfinden und wovon wir halt profitieren, so sichtbar zu machen, dass Leute halt dann auch wirklich die Notwendigkeit sehen. We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn notes, encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. 'Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. Willkommen zurück zum anarchistischen Radio und erstmal einen ganz großen Dank an unsere Gäste, die heute hier waren und über diese ganzen Fragen gesprochen haben und uns einen Einblick gegeben haben. Ein Thema, was ich gerne noch in den letzten 8 Minuten kurz wenigstens angesprochen haben wollen würde, ist das Thema Klimagerechtigkeit und Tierausbeutung. Also es ist quasi ein weiterer Schwerpunkt beim Thema Klimagerechtigkeit, dass mitgedacht werden sollte, die Punkte wie Ernährung, Landwirtschaft und quasi auch die Tierausbeutung. Und im Vorfeld habe ich mit einer Aktivistin, mit Uli, gesprochen, die sich in der Tierbefreiungsbewegung und in der Klimagerechtigkeitsbewegung zugehörig fühlt. Und sie meinte eben auch, dass Klimagerechtigkeit und Tierbefreiung sich eben nicht gegensätzlich gegenüberstehen, sondern eben, dass die Kämpfe von beiden Bewegungen stärker verbinden werden müssen. Und beide Bewegungen kämpfen schließlich für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, oft mit emanzipatorischer Perspektive, da sie nicht ausschließlich mit Tieren oder dem Klima beschäftigen. Und dabei sollten die Anliegen der Tierbefreiungsbewegung, also vor allem die Abschaffung der Tierausbeutung, dringend auch im Klimakontext stärker mitgedacht werden. Denn ohne eben diese Veränderung in dem Bereich kann es keine Klimagerechtigkeit geben. Und gleichzeitig sollte eben auch die Tierbefreiungsbewegung eben auch die Klimagerechtigkeitsaspekte in ihren Debatten mit berücksichtigen und sich halt vernetzen, und Aktionismus und Organisierungspotenziale gibt es dann bestimmt noch einige, wo sich ausgetauscht werden muss. Ein gutes Beispiel, wo eben diese Verknüpfung schon sehr gut gelingt, ist das Netzwerk Animal Climate Action. Das stelle ich mal ganz kurz noch vor. Es ist halt ein Zusammenhang von Menschen, die den Klimawandel und die Tierproduktion mitdenken. Sie sind aus klima- und umweltpolitischen Gründen gegen die Tierproduktion und für eine solidarisch bio-vegane Landwirtschaft und fordern eine Abschaffung der Tierproduktion. Auch sie schreiben, dass die Überwindung des kapitalistischen Wirtschaftssystems eben dabei eine große Rolle spielt oder eine zentrale Rolle spielt.
deswegen sie auch die Verantwortung der Profiteure der Tierproduktion aufzeigen wollen. Sie organisieren zum Beispiel Aktionskonferenzen oder ja, Vernetzungen und Strategieentwicklung zu übergreifenden Bewegungen. Und sie sind unter anderem auch in Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie ja, mit involviert. Und da ja, findet ihr auch alle Informationen auf deren Webseite, animal-climate-action.org. Eine weitere Kampagne, die letztes Jahr auch ein bisschen für Aufsehen erregt hat, ist die Free the Soil. Die steht halt fördergründig gegen die Agrarindustrie. Also es ist eine Kampagne mit dem Ziel, die verheerenden Praktiken und Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft aufzuzeigen und darüber eben zu informieren, welche Rolle die Agrarindustrie darin spielt, in der ständig verschärften Klimakrise und was sie auch einnimmt. Und es gab eine Aktion gegen eine Kunstdüngerindustrie oder eine Kunstdüngerfirma. Und sie haben auch ein Agrar- und Klimagerechtigkeitscamp auf die Beine gestellt. Und ja, auch da findet ihr alle Informationen im Netz, freethesoil.org. Eine weitere Kampagne, die wir euch noch vorstellen wollen, ist die bei 2020 We Rise Up. Das ist halt eine Kampagne, die mehr als 30 Klimagerechtigkeitsgruppen unterstützt, die zwar hauptsächlich in Europa ansässig ist, aber ich denke, weltweit Aktionen in dem Rahmen trotzdem möglich wären. Und das Ziel ist es, Verbindungen zwischen verschiedenen Kämpfen herzustellen, also quasi viele Gruppen einzubinden aus verschiedenen Herkünften, die sich dem Kampf eben für Klimagerechtigkeit anschließen, wie zum Beispiel Antirepression, antifaschistische Strömungen, feministische, antispeziesistische Strömungen und andere Netzwerke. Und somit eben der Bewegung allgemein helfen, die Lage immer mehr zuzuspitzen und gegen die herrschenden Zustände aufzustehen. Der Kampagnenstart war im September 2019. Und es organisieren unzählige Gruppe dezentrale auf ihren regionalen Kontext zugeschnittene Aktionen. Die Vielfalt dieser Aktionen sollen aber das ganze Jahr hinweg gehen. Und es wird ein Aufruf, also es gibt einen gemeinsamen Aufruf für den Aufstand 2020. Die Ziele sind, ich lese es jetzt mal kurz vor, uns als Zivilgesellschaften darin zu bestärken, kollektiv die noch nie gewesenen Maße zu handeln, um uns der Herausforderung der roten Linie von 1,5 Grad zu stellen, sofortige und entschiedene Schritte einzuleiten, um das Zeitalter fossiler Energieträger jetzt zu beenden, ein emanzipatorischer, systemische Ungerechtigkeiten überwindender Übergang hin zu Gesellschaften, die auf Beziehungen, gegenseitige Fürsorge und Solidarität beruhen. Und Gesellschaften, die Grenzen des Planeten respektieren und anerkennen, dass diese eben Teil der Natur sind. Und ja, um das zu erreichen, es gibt eigentlich nichts weiteres als eine Webseite, eine Plattform quasi, wo Gruppen und Aktionen besser sichtbar gemacht werden sollen. Monatliche Strategiekonferenzen und Treffen. Also ihr könnt euch da gerne auch informieren über diese Kampagne im Internet bei 2020weriseup.net. Okay, und damit sind wir so ein bisschen am Ende unserer Sendung. Ist heute leider ein bisschen wenig Zeit, immer nur eine Stunde und nicht so viel Musik. Aber wir haben heute über die verschiedensten Formen von Protest im der Klimagerechtigkeitsbewegung gesprochen. Der Klimaprotest hat sich schon immer ausgezeichnet durch eigentlich eine Vielfalt und Kreativität an Aktionen, unterschiedlichster Aktionsformen. Und was vielleicht wichtig ist mitzunehmen, es braucht eine kritische Solidarität, die einfach die unterschiedlichen Ansätze diskutiert. Es ist wichtig, bei unseren Zielformulierungen und Strategien solidarisch zu sein und uns nicht gegenseitig zu delegitimieren. Denn es braucht diese Vielfalt und Protestformen und Strategien. Und es muss einen Raum geben, vor allem auch Kämpfe gegen gewaltvolle Strukturen, die müssen eben auch radikale Aktionsformen zulassen können. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir in unseren Kämpfen solidarisch sind, vor allem auch solidarisch sind mit den Menschen, die konkret gerade aktive existenzielle Kämpfe führen. Okay, so weit, so kurz. Das war unsere Sendung für heute. Ihr könnt die Sendung nachhören, wie immer, auf freie-radios.net oder auf der ard.notraces.net. Webseite vom anarchistischen Netzwerk Dresden. Unsere Musik ist Creative Commons und wir hören uns dann wieder in einem Monat.